Tirjan Naukasana ist das seitliche Boot. Verschiedene Asanas könnten als seitliches Boot bezeichnet werden. Ein älterer Text namens Sri Tattva Nidhi beschreibt Tirjan Naukasana und Annika macht es gleich vor. Zunächst komme zum Schulterstand Sarvangasana. Naukasana, wie es beschrieben wird im Sri Tattva Nidhi, heißt, du gibst die Beine so weit wie möglich zum Boden hin, während du den Rücken oder das Gesäß aufgehalten hältst mit den Händen. Und je nachdem deiner Länge der Arme kannst du aber weiter zur Mitte kommen oder eben auch nicht. Du darfst ja das Gleichgewicht nicht verlieren. Also es ist Naukasana gemäß Sri Tattva Nidhi. Und dann aus Naukasana gib die Beine zu einer Seite und zwar beide gleichzeitig. Also du kannst entweder etwas drehen oder eigentlich, wie es beschrieben wird, du hältst Naukasana und in Naukasana gibst du einfach die Beine etwas zur Seite. Erst zur einen Seite und dann zur anderen Seite. Eine weitere Variation, die Tirjan Naukasana bezeichnet wird, ist eigentlich aus Navasana heraus. Und so wird Annika nochmal zur Rückenlage kommen. Und bei Yoga Vidya haben wir Navasana und Navasana ist das gleiche wie Naukasana, wobei Naukasana manchmal das kleine Boot ist mit gebeugten Knien. Du beugst also die Knie und du gibst die Hände hinter den Kopf und hebst dabei den Brustkorb hoch und hältst die Knie gebeugt. Knie gebeugt. Gut, und jetzt seitliches Naukasana wäre jetzt, wenn du dabei die Knie etwas nach rechts gibst und auch die Schultern etwas nach rechts gibst. Also praktisch den linken Schulter am Boden halten, aber die rechte Schulter etwas näher zur Hüfte hinbringen. Und genauso eben auch zur anderen Seite. Und diese Tirjan Naukasana Übungen, jetzt siehst du es genau, wie es klassisch ist, helfen die seitliche Bauchmuskulatur zu stärken und auch die drehende Bauchmuskulatur. Also verschiedene Variationen von Tirjan Naukasana, das horizontale Boot, auch seitliches Boot genannt.